Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein kleiner Gartenrundgang im August. Und wir gucken mal, was wir alles sehen. Hier haben wir gerade die schönen Dahlien, die langsam hochkommen. Die andere auf der anderen Seite ist leider noch nicht so weit, aber da denke ich mal, wird sich noch einiges tun. So, dann wollen wir hier nach oben schauen. Die Sonnenblumen, eine Pracht. Auch für Bienen und Hummeln echt klasse, super. Ja, gucken wir mal weiter. Ja, aus der Perspektive des Hochbeet. Ich wohne gerade noch ein bisschen Schwarzwurzel geerntet und gleich wieder Salat nachgesetzt, also nachgesät, Schnittsalat. Und ja, hier versperrt leider eine Sonnenblume den Weg. Aber was tut man nicht alles für die Bienen und Hummeln? Gucken wir mal weiter hier ins Tomatenfeld. Also Tomaten wachsen dieses Jahr echt schlecht, muss ich sagen. Direkt eine Art Wachstumsstopp eingelegt. Wahrscheinlich liegt es an der Trockenheit und an der, naja, am ganzen Wetter. Zu viel Sonne. Aber hängt dennoch ganz schön voll, wie man das ja erkennen kann. Das ist die Ananastomate Pinepel. Hier haben wir noch, glaube ich, eine Cocktailtomate. Komme ich jetzt nicht auf den Namen gleich. Dann in der dritten Reihe. Joni Prince. Schon einiges abgeerntet. Aber guckt euch mal das Exemplar an hier. Boah, echt krass. Ich schätze mal, so um die 200 Gramm wird die sicherlich wiegen. Aber es ist wirklich, es ist nicht viel dran. Ein paar große Tomaten. Und die wachsen vor allen Dingen nicht höher, wenn man das ja sieht. Die sind nicht höher wie einen halben Meter. Das ist echt komisch. Ja, hier ist der Kohl. Zum einen zwei Blumenkohl und zweimal Rosenkohl, wie ihr hier sehen könnt. Und ich habe schon meinen Grünkohl nachgesetzt jetzt. Ja, die sind eigentlich ganz gut von der Größe her. Der Grünkohl. Und ja, gucken wir mal weiter zu den Physalis. Das sind meine zwei Physalis-Sträucher. Wie ihr seht, langsam werden sie reif. Zwei haben wir heute sogar schon gegessen. Also ich denke mal noch ein paar Tage, dann können wir die, die hier schon so gelb abgetrocknet sind, auch ernten. Hier ist der nächste Strauch, hier ist noch alles grün. Aber das macht nichts, ein bisschen Zeit ist ja noch. Ja, der klägliche Rest von den Gurken, leider völlig vom Mehltau beeinträchtigt, aber so ein bisschen, ein paar Blütenansätze sind ja noch dran, hier, wie ihr sehen könnt. Mal sehen, ob die noch reif werden. Schauen wir mal. Der gute alte Komposthaufen. Genau. So, und jetzt gucken wir mal hier den Gang entlang, einmal ins Frühbeet gucken. Der Salat hat sich ganz gut erholt. Noch ein paar schöne Kohlrabis. Eigentlich auch ganz gut. Und dann gucken wir mal weiter. Hier den Gang entlang. Hier versperrt wieder eine Sonnenblume den Weg. Aber das macht nichts. Wir versuchen einmal drumherum. Der Fenchel. Neuen Fenchel ist hier in Blüte gegangen. Natürlich samenfestes Saatgut, wie sich das gehört. Also darauf setze ich immer mehr, samenfestes Saatgut zu benutzen, das man natürlich auch einfach wiederverwenden kann. Man kann sein eigenes Saatgut machen und das ist eigentlich das Beste, was es gibt. Hier eine wild aufgegangene Physalis. Und, ach ja, genau, ein paar Paprika, Spitzpaprika. Die hier, die ist leider in der Wärme völlig verkocht. Also es war wirklich viel zu warm dieses Jahr. Mal schauen, was wird. Ja, gucken wir mal weiter. Hier die Bohnen.
Daraus gewinne ich jetzt Saatgut. Das ist auch samenfestes Saatgut. Leider ist ja nichts weiter geworden. Auch wieder Wühlmaus leider hat er sein Werk geleistet, aber die Bohnensamen kann ich ja noch nehmen. Und natürlich zwischendurch massigst Physalis wild aufgegangen. Hier stand letztes Jahr ein Physalis-Strauch. Und naja, wie das halt so ist. Da geht auch mal was wild aus. Auf, selbst bei den, auch bei den milden Wintern, das ist natürlich, braucht man sich nicht zu wundern. Genau, hier wieder eine schöne Sonnenblume. Wie ihr seht, echt super. Ich finde auch die Farbgebung hier so echt klasse hier, wenn man sich das mal hier anguckt. Mit, wie mit der Sprayflasche. Ja, das Nachbarsgarten. Gucken wir mal weiter durch. Hier die Kokadenblume, auch von der Trockenheit ganz schön geschunden, muss man sagen. Aber ein paar schöne Blüten kommen doch wieder. Ich habe die ein bisschen zurückgeschnitten. Ihr seht hier eine klasse Blume, muss ich sagen. Echt, sollte in keinem Garten fehlen. Und samt sich natürlich auch von selbst aus. Wie ihr hier seht, also überall diese weißen Puschel hier. Die fliegen aus wie, ja, wie Löwenzahn. Ja, hier auf der Seite sind die Möhren in Blüte gegangen. Das war ein Versuch von letzten Jahr mit einem F1 Hybriden Saatgut. Es sind aber leider, klingt komisch, ist aber so, weiße Möhren rausgekommen dabei. Also ich war selber erstaunt und die schmecken überhaupt nicht. Also lieber samenfestes Saatgut nehmen. Hier noch meine schöne Sonnenblume einfach so zwischen rein. Ich glaube, die sind auch alle beide wild aufgegangen hier. Natürlich richtig top für unsere Vögel. Echt ein Paradies für die Vögel sozusagen. Hier habe ich vor ca. 3 Wochen nochmal Buschbohnen ausgesät und ihr seht, die sind echt gut gekommen. Und es ist Saatgut aus dem letzten Jahr. Auch von der Buschbohne, die ich euch gerade gezeigt habe. Also die sehen echt gut aus. Mal sehen, ob da noch was dran wird. Hier haben wir nochmal das Hochbeet aus der Perspektive. Und gucken wir jetzt mal kurz nochmal hin von der Seite. Hier übrigens eine Reihe Studentenblumen. Habe ich einfach mal so zwischendurch gesät. Wenn die dann auch kommen und blühen, sehen die sicherlich richtig schick aus. So, jetzt gucken wir hier nochmal durch. Das Hochbeet. Ein paar Möhren hier noch ausgesät. Zwischendrin ein bisschen Brokkoli. Habe ich jetzt leider das Röschen schon abgeschnitten. Und hier, wenn man hier durchguckt, der Rosenkohl. Ja, hat auch schon ein paar kleine Röschen angesetzt. Hier haben wir noch ein paar Mini-Chilis. Auch aus dem letzten Jahr habe ich da Saatgut genommen und gleich ausgesät, schon im Januar. Und sehen eigentlich ganz gut aus. Genau, hier sind die Schwarzwurzeln. Da habe ich auch schon welche geerntet. Und hier zwischendurch einfach mal Schnittsalat gesät. Kann man ja mal machen. So, auch hier unten. Eine Mini-Paprika hängt echt voll mit Früchten. Super. Klasse. Und auch hier haben wir nochmal die volle Breitseite an Sonnenblumen. Wie ihr seht, ist vieles auch wild aufgegangen. Hier sind noch ein paar Erdbeeren, die sich hier runterranken. Ist eine spezielle Sorte. Ich glaube, ah, hier haben wir es schon. Das Kärtchen dafür. Hängeerdbeere Humi. Genau. Und die blühen das ganze Jahr über. Also auch hier hinten ranken die sich runter, wie ihr sehen könnt. Und es sind hin und wieder noch ein paar Erdbeeren dran, wie hier zum Beispiel. Mhm. Echt klasse. Genau, und hier in das kleine Mini-Hochbeet habe ich einfach alles das reingepflanzt, was noch übrig war dieses Jahr. Und hier zu guter Letzt mein Zucchini. Ist sogar schon wieder ein kleiner dran. Habe ich einfach mal hier in so ein Hochbeet reingesetzt. Muss man natürlich jeden Tag gießen aufgrund der Trockenheit. Naja, so ist es halt. Genau, hier haben wir nochmal
einen kleinen Überblick über alle Beete so ein bisschen. Also es hat gestern bzw. heute Nacht hat es schön geregnet. Ihr könnt sehen, es wächst alles ganz gut, hat der Natur mal gut getan. Und ich hoffe, bei euch hat es auch geregnet. Bis zum nächsten Mal. Das war's erstmal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Ich werde auch demnächst wieder ein Video über Karnivoren machen, über meine Sammlung, wie weit wir da sind. Ich habe einiges im Garten geschafft hier und wir schauen uns das dann später mal an. Also dann, macht's erstmal gut. Ciao, ciao.